So Freunde und herzlich willkommen zu einem erneuten Krypto-Video. Und zwar wollte ich mich erstmal bedanken für das letzte Video. Das ist ja ziemlich gut bei euch angekommen, das freut mich auf jeden Fall. Und es wird in Zukunft auch vielleicht etwas mehr von Ripple kommen. Da bin ich am Schauen, was für einen interessanten Mehrwert man damit bieten kann. Und ansonsten soll es heute eine kleine Marktanalyse geben. Also wir schauen uns den Bitcoin an, was sich da für Patterns geformt haben. Aber im Grunde genommen werden wir heute eher auf VeChain eingehen, denn das ist eigentlich so mein Lieblingscoin. Und das auch eben schon seit ich in den Kryptomarkt zum ersten Mal investiert habe. Also VeChain wirklich einer meiner All-Time-Favorites und wir werden uns eben anschauen, was ist VeChain, welche Zukunftsaussichten haben wir da und was eben den Wett-Token so interessant macht. Ansonsten gilt natürlich wie immer, ich bin kein Anlageberater, kein Finanzberater, kein Wahrsager. Meine Videos dienen eben nur zur Unterhaltung. Macht also wie immer eure eigene Recherche, glaubt nicht, was andere Leute irgendwo in irgendwelchen Videos sagen und natürlich rede ich jetzt kein Müll oder so, aber wie gesagt, bildet euch mal eure eigene Meinung und kopiert nicht einfach eins zu eins das, was andere Leute zu euch sagen. Aber das jetzt mal beiseite, lasst uns doch einfach mal mit dem Video anfangen. So Freunde, und zwar befinden wir uns jetzt auf CoinMarketCap und hier sehen wir so eine kleine Marktübersicht, also wie die letzten Coins der Reihe nach abgeschnitten haben in den letzten 24 Stunden. Und hier sehen wir eben wieder viel Grün, es war ja die letzten Tage wieder alles sehr rot und jetzt übernehmen die Bullen mal etwas und das werden wir auch später nochmal im Chart sehen. Und wie wir eben sehen, dadurch, dass der Bitcoin eben nach oben gegangen ist, gehen jetzt auch langsam die Altcoins wieder nach oben. Wir sehen wieder saftige Prozent. Und den einzigen, die es nicht so gut geht, sind zurzeit die Stablecoins, sprich der Dollar hat gerade so seine Probleme. Und das kommt uns natürlich zugute und spiegelt sich eben auch in den Preisen wieder. Schauen wir uns mal Bitcoin näher im Detail an, dann sehen wir eben auch hier, dass wir im 7-Tages-Durchschnitt eben wieder in den grünen Bereich gekommen sind. Wir waren also jetzt längere Zeit hier in diesem roten Bereich und konnten eben mit dem gestrigen Tag weit nach oben pumpen. Und wir hatten eben zum Glück genug Zeit hier ordentlich einzukaufen, um wenn es jetzt in der nächsten Zeit wirklich wieder nach oben geht, also langsam und stetig, dann eben wieder unsere Gewinne mitzunehmen. Also Freunde, wir befinden uns jetzt in der Chartanalyse des Bitcoins und was ihr hier seht, was ich hier eben eingezeichnet habe, ist ein Cup and Handle Pattern, sprich wir haben hier einen Boden geformt oder eben dieses Cup und sind hier eben dieses Handle am Formen und ich sag mal, das Preisziel dieses Patterns ist eben, wir ziehen hier vom Bottom bis eben nach oben an die Kante, sage ich jetzt einfach mal, die Linie. Und setzen sie hier an und sehen sogar, dass wir hier genau an die 48.000 US-Dollar rankommen, also hier eine Resistenz, die sich gebildet hatte, während wir eben die ganze Zeit hier in diesem Kanal vorher waren, sprich hier in diesem Zeitraum, wo wir eben hier wirklich lange, lange in dieser Akkumulationsphase waren und es sieht eben danach aus, als hätten wir jetzt einen Bottom geformt. Natürlich kann es auch sein, dass wir jetzt wirklich nochmal hier weiter steigende Kurse sehen, abprallen, nochmal nach unten fake-outen, um einfach nochmal die letzten Weekends raus zu manipulieren, sage ich mal, und dass wir erst dann wieder weiter nach oben steigen, aber ich denke schon, dass hier die 40.000 bis 37.000 US-Dollar meiner Meinung nach zumindest nicht unterschritten werden, denn das würde einiges an der Marktstruktur kaputt machen und davon würde ich jetzt erstmal nicht ausgehen. Das habe ich auch schon bereits vor einem Monat oder so in dem Video gesagt, wo ich gesagt habe, wie das alles verlaufen kann und ja, tatsächlich ist es jetzt so, dass wir hier eben unseren Boden zumindest zeitweilig gefunden haben. Und ansonsten, was ich immer noch als interessant empfinde, das zeige ich euch jetzt. Und zwar befinden wir uns jetzt auf dem Bitcoin Weekly Timeframe. Und dieses Pattern hatte ich auch schon vor Monaten eingezeichnet gehabt. Und zwar ist das hier dieses große Triangle Pattern, was wir geformt haben, wo ich auch von ausgegangen bin, dass dieses nach oben ausbrechen wird. Tatsächlich ist jetzt so, beziehungsweise, dass wir hier uns nochmal den Retest holen werden und wahrscheinlich deswegen nicht allzu weit nach unten krachen werden. Zumindest jetzt ist es so, dass wir eben hier wieder am Bouncen sind. Wir sind etwas reingekommen, aber das kann man jetzt erstmal außen vor lassen. Und zwar ist es jetzt wirklich so, dass wir hier gerade den Bounce bekommen. Und auch hier wäre immer noch das Preisziel eben, also ich zeige es euch hier nochmal, wie ich das Preisziel gezogen hatte. Und zwar gehen wir hier einfach mal geradewegs nach unten und kommen eben hier an der Ausbruchstelle an die 85.000 bis 86.000 US-Dollar, die ich immer noch als möglich empfinde. Ob wir an die 100.000 kommen, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass wir entweder unter den 100.000 US-Dollar bleiben oder eben weit über die 100.000 US-Dollar hinaus gehen werden, sprich ihr sagt mal 150.000 bis 170.000 US-Dollar. Dieses Szenario, denke ich aber, wird eher eintreffen, dass wir, wenn dann auf die 85.000 US-Dollar bis 90.000 US-Dollar gehen werden. Und für mich ist erstmal die wichtigste Marke, dass wir hier über die 61.000 US-Dollar kommen. Aber da es hier eben heute um VeChain gehen soll, werden wir das hier nicht weiter im Detail anschauen, denn dazu kann ich dann nochmal ein eigenes Video machen. Wir werden also hier an der Stelle abbrechen. Ich habe ja schon anfangs gesagt, wir werden eben nur eine kleine Marktanalyse machen, denn heute ist unser Star eben VeChain und den wollen wir eben
eben seinen Auftritten nicht wegnehmen. So, dann beginnen wir nochmal mit der VeChain-Analyse, beziehungsweise mit dem, was ist VeChain, welche Partnerschaften haben sie, in welcher Situation stecken sie gerade, wie sind die Zukunftsaussichten, werde ich es im Bärenmarkt nachkaufen und dann auch eben die Preisziele, die ich in den nächsten 5 bis 10 Jahren einfach mal anvisieren würde. Zunächst einmal, VeChain agiert eben hauptsächlich im Supply Chain Management. Es geht hier also um das Lieferketten-Thema. Wir sind eben eine hochglobalisierte Welt und VeChain kann die beste Infrastruktur, die meisten Partnerschaften, Fortschritte und eben Anwendungsmöglichkeiten bieten. Die Logistikbranche ist weltweit vertreten und auch nicht mal der einzige Anwendungsbereich von VeChain, denn der VET-Token dient eben zur Verbesserung der Prozesse im Supply Chain Management und hierfür nutzt es eben eine manipulationssichere Distributed Ledger Technologie, um die Authentizität und Qualität der von den Plattformbenutzern gekauften Produkte eben zu ermitteln. Die Bewegung jedes einzelnen Produkts kann eben so live verfolgt werden und das wird auch heute, was eben auch bei solchen Projekten vor allem wichtig ist, mit so einem großen Use Case, werden sie auch wirklich genutzt. Also werden die Pläne, Visionen, Ideen eben auch umgesetzt und das ist hier eben wirklich der Fall, denn es wird schon von vielen großen Unternehmen genutzt und ich kann mal ein Bild einblenden, wie viele Partnerschaften VeChain wirklich hat zum Beispiel haben sie da BMW, Louis Vuitton, Walmart und wirklich viele, viele mehr und BMW zum Beispiel nutzt VeChain, um Kilometerstandbetrug zu verhindern, Louis Vuitton, um die Waren zu verfolgen, eben gerade in Bezug auf Fakes und Replikas und so ein ganzes Zeug, denn auch hier werden immer Milliarden und Milliarden verschenkt durch eben genau solche Probleme und hier kommt eben VeChain ins Spiel. Vor nicht allzu großer Zeit wurde sogar announced, dass sie einen Stablecoin launchen werden. Sie wollen demnach auch in den DeFi-Bereich und es gibt dazu noch nicht viele Infos, aber ich bleibe auf jeden Fall gespannt, denn dieses Unternehmen macht wirklich viele, viele Fortschritte. In nur kurzer Zeit, 2021, haben sie schon so viel erreicht und auch für 2022 wird noch vieles geplant sein. Das Schöne an VeChain ist eben, dass sie nicht nur reden, sondern wirklich auch machen, abliefern und wirklich starke Partner an der Seite haben, um eben solche Riesensachen zu ermöglichen. Und wo wir jetzt gerade schon bei verschiedenen Geschäftszweigen sind, ist eben auch ein neuer Geschäftszweig von VeChain, dass sie in den NFT-Bereich eingedrungen sind. Der NFT kommt ja auch immer, immer mehr und ist zurzeit eben ein riesiger Hype auf der ganzen Welt und auch da gibt es eben schon einige Projekte, die sie am Plan sind, die sie schon umgesetzt haben. Eine ganze Handelsplattform, auf der eben diese NFTs gehandelt werden können und da eben VeChain für die Verfolgbarkeit der Produkte und die Sicherheit bekannt ist, passt das eben auch in den NFT-Bereich, wo eben das von großer Bedeutung ist. Ihr seht also schon, der Use Case ist einfach wirklich massiv. Wir haben VeChain in mehreren Bereichen. Die Partnerschaft mit China ist von großem Vorteil, denn wir sehen das aggressive Vorgehen seitens China gegen Krypto, aber auf der anderen Seite arbeiten sie mit VeChain zusammen und genau das macht sie eben auch für den asiatischen Markt sicherer. Sie haben also China im Rücken, jemanden, der eigentlich immer gegen Kryptos vorgeht und das wird auch seine Gründe haben, denke ich mal. Ansonsten sehen wir eben, durch die Preiseinbrüche liegt die Market Cap jetzt nur noch bei 5 Milliarden US-Dollar, also auch sehr wenig im Vergleich dazu, wo VeChain wirklich überall Anwendung findet und ich denke eben, sobald Kryptos ihre Regulierung finden, dass sie wirklich überall adaptiert werden, angesehen werden und eben, dass ihnen auch vertraut wird in jedem Land. Aber da ihr wisst, dass die Market Cap sowieso für mich erstmal an zweiterer Stelle steht und wir eh mehr auf die Fundamentals sehen, also die Gegebenheiten, die Partnerschaften, die VeChain hat und sowas und den Use Case vor allem, denke ich mal, könnt ihr euch selber erschließen, dass VeChain zurzeit eben noch massiv unterbewertet ist und eben auch etwas in Vergessenheit geriet, weil sich am Preis jetzt, ich sag mal, in der letzten Zeit wenig getan hat. Aber man darf eben den Preis niemals mit dem Projekt verwechseln. Also es heißt jetzt nicht, dass das Projekt schlechter geworden ist oder besser geworden ist. Es hat sich eben trotzdem stark weiterentwickelt. Es kommen immer weiter Partnerschaften dazu. Eben Sachen wie DHL, neue Wege, die sie einschlagen mit den Stablecoins, dem NFT-Bereich. Es geht also immer weiter bei VeChain. Es gibt sozusagen kein Ende. Und das Fundament stimmt einfach. Der Use Case ist riesig, also wirklich global. VeChain wird meiner Meinung nach auf jeden Fall noch seine Time to Shine haben. Ansonsten schauen wir uns jetzt auch nochmal VeChain in der Chart-Analyse an und sehen uns mal an, was in der Zukunft, ich sag mal in kürzerer Zeit, jetzt im Vergleich zu diesen 5 bis 10 Jahren. Und wie ihr hier eben seht, sind wir jetzt auch schon längere Zeit hier durch den Crash nach unten gedrängt worden. Wir konnten aber immer wieder Halt finden auf diesem Bereich von 0,69 US-Dollar. Also auch hier hat sich VeChain ordentlich gehalten. Sobald eben der Bitcoin runtergeht und die Bitcoin-Dominanz ist zurzeit ja eben noch recht weit oben, dann werden eben auch die Altcoins automatisch, zumindest der Großteil davon, mit runtergezogen. Das ist eben auch hier der Fall. Wir sehen eben hier, dass wir einen Falling Wedge gebildet haben. Das ist eben sehr typisch, auch bei VeChain vor allem. Und auch hier erreichen wir eben gerade das Preisziel, denn das Preisziel eines Falling Wedge ist immer das Top of the Wedge,
sprich genau hier. Auch hier wäre es eben wichtig, dass wir also jetzt in naher Zukunft nochmal über die 0,086 US-Dollar kommen, um dann nochmal eben nachhaltig zu steigen. Es kommt jetzt auch immer so ein bisschen drauf an, was eben der Bitcoin zurzeit macht. Ansonsten, was wirklich noch interessant ist, ist, dass wir immer noch hier, wenn wir mal auf den Weekly Timeframe gehen, also wir sehen eben hier ein Triangle Pattern, dass wir leider durch den Einbruch des Bitcoins, ich sag mal, leicht in die Länge gezogen haben. Es ist jetzt aber trotzdem so, dass wir, wenn wir hier eben diese Linie zum Triangle verlängern, eben hier noch den Bounce bekommen, also eine Art Bestätigung, denn wir sind jetzt mit dem Candle Body nicht unter diese Linie hier gekommen. Auch hier, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass wir hier nochmal den Bounce bekommen, ist es eben möglich, dass wir das Preisziel dieses Patterns noch treffen würden, was eben bei ca. 0,35 US-Dollar liegt, sprich vom Zeitpunkt jetzt immer noch eine Versechsfachung, glaube ich ungefähr. Ich denke, da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben, was aber diesen Bullrun, wenn wirklich die Altcoin-Season nochmal ordentlich Gas gibt, meiner Meinung nach wirklich erreicht werden könnte, sind eben die das alte All-Time-High. Also ich denke, da sollten wir jetzt nicht dran scheitern, und dadurch, dass eben VeChain so starke Fundamentals hat, ist es eben möglich, dass die Wale nochmal da ordentlich Geld reinpumpen, und da sollte uns das alte All-Time-High eben nicht im Weg stehen. Also ich denke schon, dass wir das auf jeden Fall noch einmal erreichen können und eben, wenn es gut läuft, auch nochmal auf die 0,35 US-Dollar kommen können. Wie gesagt, es ist meine Meinung, meine Ansichten, also übernehmt das nicht einfach, sondern ich zeige euch hier nur eine Idee, wie es ablaufen könnte. Also ausgegangen vom Punkt hier unten ist eben noch ordentlich was drin dieses Jahr. Also nachdem wir uns VeChain jetzt nochmal grob angeschaut haben, sage ich mal, denn das Video will ich jetzt nicht in Überlänge strecken. Vielleicht muss ich im Schnitt nochmal ordentlich was rausschneiden, ich weiß es nicht, aber sagt mir doch gerne mal, ob euch Videos in, ich sag mal, der Länge von 8 bis 10 Minuten eher gefallen oder 10 bis 15 Minuten oder vielleicht auch nur, keine Ahnung, bis zu 7 Minuten, irgendwie sowas. Da könnt ihr mir auf jeden Fall immer gerne Feedback da lassen, das nehme ich gerne an. Und wie gesagt, wenn euch diese Videos gefallen, könnt ihr natürlich gerne den Algo pushen, indem ihr eben ein Like da lasst, ein Abo da lasst und die Glocke aktiviert, um eben immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und eben immer in Erinnerung bekommt, wenn ein Video online kommt, denn manchmal, wie zum Beispiel das letzte oder vorletzte Video, da ging es ja auch um den massiven Abfall, den Bitcoin erlitten hat, und damit ihr da eben nicht in Panik geratet, habe ich auch da nochmal schnell ein Notfallvideo gemacht, und eben um solche Videos nicht zu verpassen, gerne die Glocke aktivieren, und das hilft dem Kanal eben stark nochmal weiter zu wachsen und motiviert mich natürlich hier weiter kostenlosen Content für euch zu bringen. Aber jetzt nochmal kurz zu VeChain. Das Fundament stimmt und auch für 2022 wurde sich also vieles vorgenommen. Der CEO hat eben verraten, dass sie noch viele Pläne für dieses Jahr haben, noch viele weitere Partnerschaften, wofür VeChain eigentlich auch bekannt ist, eben für diese ganzen vielen Partnerschaften, die sich, ich sag mal, auf die Zukunft gesehen auf jeden Fall nochmal lohnen werden, denn wir haben eben kranke Fundamentals, also wir haben viele, viele Partnerschaften. Wir haben einen massiven Use Case und am Preis hat sich eigentlich noch nicht viel getan. Wir sind eben immer noch auf Platz 30 der ganzen Tokens und haben sowas wie Shiba und Doge eben immer noch vor uns, was ich sehr traurig finde, und somit eben VeChain, ein Token, den ich auf jeden Fall im Bärenmarkt aufstocken würde, und vor allem im Bärenmarkt eben denke ich, dass der Preis nochmal ordentlich runtergehen wird und deswegen für mich eben nochmal lohnenswert, da eben nochmal dick einzusteigen. Ansonsten gehen wir mal 5 bis 10 Jahre weiter, dann denke ich eben, dass 5 bis 10 US-Dollar nicht unrealistisch sind, sage ich mal, denn wie gesagt, VeChain ist und bleibt ein schlafender Riese, also bleibt im besten Fall nicht, sondern er ist es gerade, und ich sehe sehr, sehr, sehr viel Potenzial in dem Token. Es ist auch mein Lieblingscoin eigentlich sozusagen schon von Anfang an, und ich bin gespannt, was da noch kommt. Wie gesagt, meiner Meinung nach auf 5 bis 10 Jahre gesehen, 5 bis 10 US-Dollar nicht unwahrscheinlich, und da haben wir auf jeden Fall noch einiges vor uns mit dem Token. Und ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, wie schon vorhin gesagt, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, um weitere Videos nicht zu verpassen. Schreibt mir eure Meinung zum Wett-Token gerne in die Kommentare. Wie viel haltet ihr davon? Wann seid ihr überhaupt eingestiegen? Kanntet ihr den Token überhaupt davor schon? Und was sind so eure Gedanken dazu? Ansonsten, Freunde, wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao.